So, dann melde ich mich nochmal zurück nach der FED-Sitzung. Es fand ja eine kleine Achterbahnfahrt statt. Allerdings mit dem Happy End dann für die Bullen. Ob es ein wirkliches Happy End gibt, das entscheidet sich wohl erst dann morgen früh. Denn der Nasdaq hat jetzt exakt die Special-Marke angelaufen. Sollte es jetzt wirklich kein Kurs darüber mehr stattfinden, ist natürlich dieses eingezeichnete Setup von Wochenende natürlich präferiert. Nachbörslich sind US-Futures auch etwas schon unter Druck. Schauen wir den Dow Jones Index an. Hier habe ich die Trendlinie jetzt auf den 4 Stunden angepasst und noch eine horizontale Widerstandslinie eingezeichnet. Eventuell wäre hier eben dann genau diese Marke und dann nicht diese Marke, die Special Marke wird dann nicht mehr angelaufen. Also eventuell ist eben auch hier schon das Ende der laufenden Aufwärtsbewegung und man könnte diese dreiwellige Abwärtsbewegung etwa so zeichnen und wenn es relativ flott geht, dann würden wir ja hier auf die Wolke dann treffen, beziehungsweise an die Rainbow-Unterkante. So war das eigentlich geplant. Deswegen, hier passt im Prinzip auch alles. Im DAX habe ich hier eine Gap-Kante noch eingezeichnet. Nachbörslich konnten wir notiert der FDAX Future, notiert das jetzt schon drüber. Sollte es sich eben hier ein Aufwärtsgap morgen festsetzen und sozusagen die Gap-Kante wird nicht geschlossen, dann sehen wir natürlich schnell, würden wir schnell natürlich Kurse von 11.180 im Idealfall oder im besten Fall sehen. Das erste Kursziel steht hier immer noch dann aus bei 11.040. Hier lief eigentlich der Index auch recht sauber. Leider wurden hier eben die 30 Punkte nicht angelaufen zu den 10.065, die wir in den letzten beiden Videos besprochen haben. Und zog dann daraufhin an. Wie gesagt, hier ist es morgen jetzt entscheidend, wie der DAX eröffnet, ob er das Gap erhalten kann. Und eben dann Richtung 11.040 oder 11.080 hochlaufen wird. Kommen wir noch schnell zum Öl. Hier gab es in den Videos zwar dieses Setup, aber als dann heute früh der Index hier stand, um 10 Uhr habe ich ja das andere Video eröffnet, war ich schon relativ skeptisch, ob hier weitere fallende Kurse möglich sind, habe ich auch immer gleich genannt. Ein Rücklauf über dieses Level wäre für die Bären extrem gefährlich. Und dann kamen auch dann sofort die Short-Eindeckungen. Im Gold lief es bis zur FED-Sitzung relativ optimal. Das alternative Setup wurde dann hier getriggert, an dem EMA 20 diesmal eben abgeprallt, der auch sonst schon Relevanz hatte. Und hier jetzt diese Marke kurz verletzt, aber auf Tagesschlussbasis verteidigt. Und für mich bleibt es dann hier jetzt erstmal so gültig, solange diese Marke nicht auf Tagesschlussbasis gebrochen wird, könnte der Index doch noch das graue Alternativszenario abarbeiten. WTI-Öl, das lief zunächst ja sauberer als Brent. Und hier wurde eben dann diese Linie als Stopplinie genannt, ausgestoppt und wäre man bei im Prinzip bei plus minus null, wenn man direkt hier das Level als Einstiegslevel gesehen hätte. Vielleicht Minimalgewinn. Aber hier sieht man eben auch, wie wichtig manche Trendlinien sind und wo man
sinnvoll Stops setzen sollte, wenn ein Setup nicht ganz dieses Level von 42 nicht mehr angelaufen ist.